Ich möchte Ihnen heute kurz über das spannende Thema der Entwicklung von Salmonellen-Lebendimpfstoffen für Tiere berichten. Die Ausgangslage erfordert es, sich über einige Grundlagen biologischer, epidemiologischer Art im Klaren zu werden. Es ist ja allgemein bekannt, dass die Gattung Salmonella wichtige Erreger von Tierseuchen, aber vor allem auch von Zoonosen, das heißt vom Tier auf den Menschen übertragbare Infektionen, enthält. Diese Gattung ist äußerst vielgestaltig. Es werden weit mehr als 2500 verschiedene Serovaren, auch als Serotypen bezeichnet, beschrieben, denen man durch eine Einteilung in wirtsadaptierte und nicht adaptierte Serovaren etwas näher kommen kann. Das heißt, man definiert bestimmte Salmonellen-Serovaren, die an definierte Wirte einen hohen Anpassungsgrad erreicht haben, und grenzt sie von anderen Serovaren ab, die ein sehr breites Wirtsspektrum haben. Solche sehr hochwirtsadaptierten Salmonella-Serovaren sind zum Beispiel Salmonella typhi beim Menschen, Salmonella dublin beim Rind, Salmonella cholerae suis beim Schwein und andere. Eine sehr viel größere praktische Bedeutung, vor allem als Zoonoseerreger, haben die nicht adaptierten Serovaren mit Salmonella typhi moium und Salmonella enteritidis an der Spitze, über die wir dann im Wesentlichen heute reden werden. Man kann aber auch eine Einteilung nach den klinischen Verläufen vornehmen und die sogenannten typhoiden Salmonellosen oder als Allgemeininfektionen verlaufenden Salmonellosen, klassisches Beispiel Typhus des Menschen, von den enteritischen Salmonellosen, die als lokale Magen-Darm-Infektionen, vor allem mit Durchfall verlaufen, abgrenzen. Für die Salmonellen ist aber insbesondere charakteristisch, dass es einen hohen Anteil von latenten Infektionen gibt. Das heißt, Tiere sind über kürzer oder längere Zeit mit Salmonellen besiedelt, obwohl sie klinisch völlig gesund sind, und durch eine klinische Untersuchung kann dieses Salmonellenträgertum nicht erkannt werden. Es gibt auch keine Labormethode, mit der man bei einmaliger Anwendung eine sichere Definition der Erregerfreiheit vornehmen kann. Wenn man in einer Kotprobe Salmonellen nachweist, weiß man natürlich, das Tier ist Salmonellen positiv. Wenn man keine Salmonellen nachweist, berechtigt das aber nicht zur Definition, das Tier ist Salmonellen frei, weil es eine intermittierende Ausscheidung gibt. Daraus resultieren natürlich erhebliche Gefahren für lebensmittelbedingte Infektionen, weil über Lebensmittel von solchen Tieren Salmonellen in den Nahrungskreislauf kommen können. Man muss auch noch eine immunologische Grundlage beachten. Salmonellen haben die Fähigkeit zum intrazellulären Parasitismus. Dadurch sind sie in den Makrophagen, wo sie nicht ohne weiteres abgetötet werden können, vor Antibiotika geschützt, vor Antikörpern geschützt, und daraus resultieren besondere Anforderungen an die Entwicklung von Impfstoffen. Früher galt für längere Zeit, dass nur mit Lebendimpfstoffen zelluläre Immunreaktionen stimuliert werden können, die ausreichend gegen Salmonellen wirken. Das ist nicht mehr ganz gültig in dieser Bestimmtheit. In der Praxis können wir aber nach wie vor davon ausgehen, dass derzeit nur Lebendimpfstoffe eine volle und gewünschte Wirksamkeit gegen die Salmonellen erzielen können. Lassen Sie mich nun zu einigen historischen Aspekten kommen. Der Wunsch der Medizin, gegen Salmonelleninfektionen bei Menschen und Tieren zu impfen, ist relativ alt. Er ist entstanden in der Zeit der Typhusbekämpfung bei Menschen, wo bereits in der frühen Mitte des vergangenen Jahrhunderts Impfstoffe auf den Markt kamen und auch bereits Ende der 1940er Jahre erste Versuche mit Lebendimpfstoffen gegen Typhus bei Menschen unternommen wurden. In der Tiermedizin waren es die Mitte und das Ende der 1950er Jahre, als in Großbritannien erste Lebendimpfstoffe auf der Basis von Raumutanten, einer speziellen Wuchsform mit reduzierter Virulenz, gegen wirtsadaptierte Salmonelleninfektionen oder Salmonellosen des Tieres auf den Markt gekommen sind. Das betraf Impfstoffe gegen die Infektion mit Salmonella gallinarum polorum und gegen Salmonella cholerae suis und Salmonella dublin. Diese haben sich aber nicht im größeren Stile durchsetzen können.
Und es war der Entwicklung in den 1960er und 1970er Jahren im Osten Deutschlands, in der damaligen DDR, vorbehalten, wo aufgrund des starken Wachstums der Tierbestände erhebliche Salmonellose-Probleme, insbesondere bei Schweinen, Salmonella cholerae suis, aber auch bei Rindern, Salmonella dapin, später auch Salmonella typhimurium, aufgetreten sind. Damals wurden Impfstoffe gegen cholerae suis Infektionen erstmals 1976, gegen Salmonella dapin Infektionen erstmals 1979 und gegen Salmonella typhimurium Infektionen beim Rind erstmals 1985 zugelassen. Im Folgenden möchte ich kurz darüber berichten, wie es zur Entwicklung dieser Impfstoffe und der Gestaltung ihrer Einsatzkonzeption gekommen ist. Aus mikrobiologischer Sicht ist der Vater dieser Impfstoffe, der die wissenschaftlichen Grundlagen gelegt hat, Professor Klaus Linde in Leipzig. Er war Direktor des Instituts für Mikrobiologie an der Medizinischen Fakultät und seine bedeutende wissenschaftliche Leistung bestand darin, den Nachweis zu führen, dass die sogenannten auxotrophen Mutanten immunogen sind. Er verwendete damals noch eine der damaligen Zeit entsprechende Methode der chemischen Mutagenese-Induktion, das heißt ein Salmonella-Wildstamm wurde mit einem chemischen Mutagen behandelt, N-Methyl-Nitrosoguanidin. Damit wurden diese Bakterien praktisch gezwungen zu mutieren, diese Mutationen waren aber völlig ungerichtet. Und es folgte dann ein längerer Selektionsprozess, in dem aus der Vielzahl der entstandenen Mutationen die Stämme kloniert wurden, die sowohl eine reduzierte Virulenz als auch eine erhaltene Immunogenität aufwiesen. Und wenn man einen Lebendimpfstoff einsetzt, vor allem wenn man ihn in Oralimpfstoffen einsetzen will, muss man natürlich mit der Ausscheidung des Impfstammes rechnen. Das heißt, es ist zwingend erforderlich, dass man den Impfstamm von Feldstämmen, von virulenten Stämmen unterscheiden kann. Man braucht also einen geeigneten Marker. Ein solcher Marker war in den erwähnten Impfstoffen in Großbritannien die raue Wachstumsform, die sogenannte R-Form, die man makroskopisch erkennen kann. Professor Linde wählte bei seinen Mutanten die Auxotrophie, das heißt, die Stämme sind für bestimmte Stoffwechselleistungen defekt. Sie können bestimmte für den Stoffwechsel erforderliche Komponenten nicht selbst synthetisieren, können nur in deren Anwesenheit wachsen. Insofern ist ein sehr einfacher Differenzierung der Impfstämme möglich, weil sie, allerdings ist das ein Negativmarker, in defizienten Medien nicht wachsen können, während alle Feldstämme in voll ergänzten Medien existieren können. Diese Auxotrophie ist zunächst einmal eindeutig der Marker des Impfstammes, das heißt man erkennt ein Salmonellenisolat, was weiterhin als Salmonella typhimurium oder Salmonella dapin differenziert wird, anhand der Eigenschaft der Auxotrophie. Inwieweit diese Eigenschaft auch in die Virulenzreduktion einbezogen ist, ist eine andere Frage. Das heißt, es muss und ist durch umfangreiche weitere Untersuchungen geklärt worden, worauf die Virulenzreduktion bei diesen Stämmen zurückzuführen war. Für die Impfstoffe, die in dieser Zeit entstanden sind, wurden dann jeweils zwei unabhängig voneinander nachweisbare Auxotrophie-Marker eingeführt. Ganz einfach, um die rechnerische Wahrscheinlichkeit, dass man eine Reversion, das heißt eine Rückmutation zum virulenten Wildtyp erkennt, deutlich reduzieren kann. Aber solche Mutanten, bei denen in Versuchstieren die Wirksamkeit gegen Salmonelleninfektionen nachgewiesen worden ist, sind natürlich noch keine Impfstoffe. Es ist ein komplizierter und langwieriger Prozess, aus einer solchen Mutante einen wirksamen Impfstoff zu entwickeln. Dieser Prozess ist in den Vorgängereinrichtungen der IDG Biologica in Dessau-Roßlau in Zusammenarbeit mit wissenschaftlichen Einrichtungen durchgeführt worden, wobei für den cholerae suis Impfstoff, der als erster seine Zulassung erhielt, insbesondere die Arbeitsgruppe um Dr. Wolfram Schöll in Dessau zu erwähnen ist, während die beiden
die Rinderimpfstoffe gegen Salmonella Dublin-Infektionen und Salmonella Diphimulium-Infektionen durch gemeinsame Arbeit der Jena-Wissenschaftler Professor Horst Mayer und Professor Günter Steinbach. Dieses Institut gehört heute zum Friedrich-Löffler-Institut und Experten des Impfstoffwerkes des Sertorna entwickelt worden sind. In den 1980er Jahren hat es international sehr viele Bemühungen gegeben, die Salmonellose als Zoonose zurückzudrängen, weil sie als lebensmittelbedingte Infektion eine relativ große Bedeutung erlangt hatte. Es gab eine WHO-Arbeitsgruppe, die in den 1980er und frühen 1990er Jahren auch mehrmals in Jena getagt hat und wo die Ergebnisse der Impfstoffentwicklung eingeflossen sind. Es war also wurde damals eingeführt, dass sowohl Schweine gegen Cholera Suis als auch Rinder gegen Dublin und Diphimulium geimpft wurden, wobei die Impfung der Schweine eine parenterale Immunisierung von Sauen und Mastschweinen und eine orale Immunisierung von Ferkeln einschloss. Die Rinderimpfstoffe waren von vornherein nur für eine orale Immunisierung von Kälbern in den ersten Lebenstagen vorgesehen. Das hängt mit der hohen Endotoxinempfindlichkeit des Rindes zusammen, die eine parenterale Immunisierung verbietet. Diese orale Impfung ist bis etwa zur sechsten Lebenswoche möglich, weil danach die entstehende Vormagenfunktion zur teilweisen Inaktivierung der Impfstämme führen könnte. Geschlossene Immunisierungskonzepte benötigen also beim Rind dann Inaktivatimpfstoffe, wo man ältere Tiere impfen kann. Dafür wurden damals auch Diphimulium und Dublin-Präparate entwickelt, von denen immerhin ein Diphimulium-Impfstoff gemeinsam mit den beiden Lebenvakzinen heute noch auf dem Markt ist. Wenn man für Salmonella Dublin-Infektionen ein geschlossenes Immunisierungsprogramm benötigt, ist man heute auf den Einsatz von bestandsspezifischen Vakzinen angewiesen, was aber letzten Endes kein Problem ist. Es kam in der Mitte der 80er Jahre in einigen Gebieten der damaligen DDR zum nahezu flächendeckenden Einsatz dieser Impfstoffe, was sich in epidemiologisch nachweisbaren und auch in mehreren Dissertationen dokumentierten Ergebnissen dergestalt niedergeschlagen hat, dass zum Beispiel die Cholera Suis Infektionen beim Schwein weitestgehend verschwunden sind und auch die Salmonella Dublin Infektionen beim Rind sehr stark zurückgedrängt worden sind. Aber wie gesagt, im Ergebnis mehrjähriger, nahezu flächendeckender Impfungen, das kann man nicht erreichen, wenn man einen betroffenen Bestand für eine kurze Zeit impft. Dort kann man sehr gute Ergebnisse für die klinische Salmonellose in diesem Bestand erreichen, aber nicht mehr. Eins muss man noch erwähnen, es ist mit keinem der derzeit auf dem Markt befindlichen Salmonellen-Lebendimpfstoffe möglich, ein bereits latent mit Salmonellen infiziertes Tier mit Sicherheit Salmonellen freizumachen. Das heißt, die Impfung muss in ihrem prophylaktischen Charakter betont werden. Es ist also wichtig, möglichst frühzeitig noch nicht infizierte Tiere zu immunisieren, um bei ihnen die Infektion, die Entwicklung des Infektionsgeschehens zu verhindern. Nach der Privatisierung der ITT Biologica im Jahr 1993 wurde die Arbeit an diesen Salmonellen-Impfstoffen intensiv wieder aufgenommen. Zunächst wurden die vorhandenen Impfstoffe für eine deutschlandweite Zulassung aufbereitet. Es wurde die molekularbiologische Charakterisierung dieser Stämme vorangetrieben und es wurde dann vor allem den neuen Anforderungen an die Salmonellenbekämpfung beim Geflügel Rechnung getragen, aber das ist ein neues Kapitel. Dankeschön.